Bewusst gemeinsam leben versteht sich als Drehscheibe für Veränderungen in den Bereichen Lebensmittelversorgung, Energiesicherheit und Rückbesinnung zur Natur. Dafür machen wir uns stark. Jeder für sich und alle gemeinsam. Ja, herzlich willkommen, Emmerich Weisenberger und ich, Alfred Striegel, erzählen ein wenig von der Lebenstour, von der bewusst gemeinsam Tour, mit bewusst gemeinsam leben, gemeinsam mit der Jetzt ist es Zeit Tour-Idee, Lebenstour, mehrere Stationen in Österreich. Emmerich, du hast es angeregt. Wie können wir uns diese Tour vorstellen? Einmal so der Überbau, das ist der gedankliche Überbau. Also die große Idee war, einen Siegeszug, einen Triumphzug durch Österreich zu machen, der so auf der Suche nach dem Glück oder wir werden das Glück finden oder den Glücksindex von Österreich ins Leben bringen. Und das sind mehrere Stationen, kreuz und quer in Österreich. Die erste ist Graz, wo es um auch einen Themenparcours geht, das Thema Sinn, Haltung und Werte. Mhm. Dann Salzburg, in der Kollegienkirche, einer der schönsten Bauwerke Österreichs, das Thema Leben und Freude zu Ostern. Dann das Angerlehner-Museum in Wels, dann geht es nach Wien. Also Angerlehner-Museum, dritte Station in Wels. Welches Thema ist da? Da wäre das Thema, also Ende Mai, ein Leuchtturmprojekt, also Energie. Energie hauptsächlich, ja. Mhm. Wir haben auch mit Unternehmern vom Bewusst gemeinsam Leben kooperieren in dieser Tour. Wir haben sie involviert beim Thema Sinn. Wir sind in der Steiermark. Wen haben wir uns da vorgenommen, dass wir einladen und auch befragen? Ja, wir haben gedacht an den Zotter und aber auch an den Herrn Zottmann. Beide mit, ja, beide Zottes und Zottmanns. Die starken Steirer. Sind immer sinnvolles Wirtschaften, wertebezogenes Wirtschaften. Mhm. Ja. Und sehr starker sozialer Bezug. Und was in Salzburg dann, Lebendigkeit, Leben, Freude. Welche Unternehmer sprechen wir da an, welche Themen? Sag du. Ja, Lebensmittel zum Beispiel. Mhm. Also aus der bewusst gemeinsamen Familie könnte man wirklich die Lebensmittelleute, hier Stiegel oder Wörle oder andere, also wirklich Unternehmer, die mit dem Leben und dem Lebendigen zu tun haben, also mhm. mit Lebensmittelverarbeitung und dergleichen. Absolut. Ja, weil in Wels sind wir ja schon bei anderen Themen, bei technischeren Themen, beim Thema Energie. Mhm. Du hast lustigerweise vorgeschlagen, einen Leuchtturm zu machen und Lichtsignale über die ganze Stadt, über die ganze Region zu schicken, einfach um zu sagen, hey, wir sind da, wir können das, wir wollen strahlen und wir strahlen schon. Mhm. Und da haben wir gedacht an Fronius. Ja, 1-Million-Dächer-Projekt, das heißt so, Österreich erstrahlt im Glanz und im Licht, aber eben nachhaltig, grüner Strom, mit gutem Gewissen. Also Energiewende. Wir können Energie nutzen, wir können Energie haben. Die Sonne schickt uns ja zig hundertfach mehr Energie, als wir jeweils überhaupt nutzen werden können. Mhm. Und das heißt, der ganze Überbau ist ein Triumphzug für die Fülle, hast du mir einmal gesagt. Mhm. Also die Fülle und die Freude. Und wir sind ja jetzt mitten in einer Corona-Zeit, Lockdown, zweiter Lockdown zu Ende, dritter Lockdown wird gerade starten. Was ist so deine Idee, warum traust du dich gerade in so einer Zeit, wo neues Biedermeier, wir kapseln uns ein, von Triumphzug und von Lebendigkeit zu sprechen? Naja, ich sehe auf der einen Seite Angstszenarien, ich schalte den Computer ein und sehe da irgendwelche Dystopien hochpoppen und ich habe mir gedacht, ich lebe nicht in dieser Welt, das ist nicht meine Welt. Meine Welt schaut anders aus, die ist von Liebe geprägt, von sinnvollen Beziehungen, erfüllten Beziehungen, von sauberen Produkten und einem schönen Naturzugang. Ich lebe in einer anderen Welt, als die mir da vorgegaukelt wird. Und deswegen habe ich da eine Synchronizität empfunden bei Unternehmern, also auch Gestaltern, also eigentlich sind wir aus der gleichen Familie, die Künstler und die Unternehmer, die auch zeigen wollen, dass ihre Welt einfach mhm. schön und sinnvoll und kräftig und positiv mhm. ausschaut. Ja. Und deshalb vereinst du eben die Kunst
mit dieser unternehmerischen Komponente und sagst, das ist eine Gemeinschaftsproduktion für das gute Leben? Ja, das war die Einladung. Also meine Einladung war, also die haben eine Tour im Kopf gehabt und ich habe schon eine Tour geplant gehabt. Also Kunststandorte, Orte der Kunst, des Schönen, der Sinnlichkeit und Spiritualität und die, es wäre eine ideale Ergänzung. Es ist eine gute Begegnung, den Raum aufzumachen, ja, um anderen Menschen das Willkommen zu sagen. Aber wenn wir jetzt konkret in eine Station hineinschauen, was passiert in Graz, was passiert in Salzburg, konkret? Mhm. Was ist da geplant? Gibt es da Orgelkonzert oder was ist da geplant? Ganz konkret ist Artefakte, wie zum Beispiel die Lemniskate tauchen auf, aus Holz gebaut, ein Holz Symbolskulptur, die für das zyklische Lebendige steht, also verortet ist in einer tiefen Lebensbetrachtung. Und diese 6 Meter, 5,5 Meter Skulptur wird von einem Ort zum anderen gebracht, zum Beispiel taucht immer wieder auf, wird gemeinsam bewegt, wird inszeniert, eine Komposition entwickelt über alle 6 Stationen, die aufgeführt wird und in ihren Modulen ständig ergänzt. Es tritt was Performatives auf, so, ja, ein Fitzgeraldo schiebt eine, genau, Lemniskate, ja, quer durch Österreich, so, ja, quasi so wie das Schiff, das ist Raumschiff, taucht immer wieder auf, dann musikalisches, es wird komponiert, es wird aufgeführt, ja, performativ, ja, Schauspieler treten auf. Gibt's Wissenschaft auch mit an Bord? Naja, Alfred, allein schon durch dich, der du einer der unserer stärksten Partner bist oder der Mitinitiator, also ist Nachhaltigkeits- und Zukunftswissenschaft allerseits und allerorts vertreten. Ja. Durch was? Durch einen Diskurs, durch ein Symposium, dessen Format wir kreiert haben, mhm, und sehr lebendig aus- und durchführen werden, immer am Beginn jeder Veranstaltungsstation. Mhm. Und die soll so den Raum aufspannen, verwoben mit Kunst, aber starken Positionen, starken Statements, dialogisch, diskursiv. Ja. 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 Wir hochen ein wenig auf verschiedene, sage ich einmal, Stakeholder-Gruppen, auf die Wirtschaft, auf Künstler und so. Eine Gruppe liegt uns besonders am Herzen, mit denen wir das entwickeln wollen quasi und auch immer wieder entwickeln. Ja. Das sind unsere Kinder. Genau. Du sowie unsere ich. Unsere Kinder. Ja, haben Kinder im Alter der Y-Generation, mhm, die einfach suchend sind, die fragend sind, die vertreten durch auch Fridays for Future und eben unseren Kindern da drin stark Position beziehen werden, mhm, und auch gesehen werden, ja, auf Augenhöhe. Und das heißt, in unserem Projektteam sind die Kinder. Wir sind hier in einem Projektmeeting, da sitzt die Laura, deine Tochter. Ich habe, mhm, gerade vorhin mit meinem Lukas telefoniert. Also das heißt, wir haben die Kinder an Bord, wir haben Junge an Bord und sagen auch immer wieder, gewisse Zeiten, gewisse Räume werden durch die junge Generation auch tatsächlich gestaltet. Da wird auch moderiert, da wird gefragt, da wird gearbeitet. Also es ist wirklich eine Co-Produktion für. Ja, ich würde sagen, wir lassen uns da abholen. Also, ja, wir Alten lassen uns da abholen von den Jungen, wohin es gehen soll auch. Wir, ja, wir dürfen Fenster aufgemacht bekommen oder reinspüren, Sichtweisen, mhm, einnehmen, die eben schon haben. Ja. Wenn wir vorausgreifen, wir werden dann auch in Wien sein. Wir haben in Wien ein sehr politisches Statement. Wir wollen dort die Politik involvieren, mhm, Parlament. Ja. Wir sind im Nationalpark, wollen die Natur ganz stark thematisieren. Wir sind bei einer Station, bei der vorletzten Station, da geht es ganz stark um Geldwirtschaft. Mhm. Da wollen wir das Geld thematisieren. Wir haben auch ethisches, nachhaltige Geldthematiken, mhm, geplant. Der letzte Punkt, die 7. Station, ist so diese Zusammenschau. Und du hast so kryptisch am Anfang gesagt, es geht um ein glückliches Österreich oder um eine Glückstour. Mhm. Was ist da noch am Programm? Was entsteht durch das Ganze? Ja, Alfred, das war ja durch viele Begegnungen und Gespräche irgendwie so klar, wir brauchen ein Ziel, wir brauchen eine Vision, eine Utopie, ja, wohin uns das Ganze führen soll. Und das ist der Glücksindex für Österreich. Also wie machen wir Österreich so in seiner Bewusstheit zum glücklichsten Land Europas? Ja, zu einem glücklichen Land in der Welt. Ja, ja. Wir wollen dann einen schönen Band auch entwickeln, haben auch
Haus der Philanthropie, Stifterinnen und Stifter mit an Bord, die uns da helfen in der Tour. Was wünschst du dir fürs Jahr 2021? Ich wünsche mir einfach zu spüren, dass dieser Raum aufgeht, für den wir da einfach arbeiten jetzt schon und ihn vorbereiten. Für uns ist der Raum schon aufgegangen. Ich wünsche mir, dass der Raum für alle aufgeht. Dass er für uns alle, für euch alle aufgeht. Emmerich, wir arbeiten schon in einem Reallabor. Du bist in Schloss Landersdorf, ich habe ein großes Co-Housing-Projekt gebaut. Wir sind in Reallaboren, du und ich. Ich habe das Gefühl, wir beide stapfeln so in die Zukunft. Aus der Gegenwart entwickeln wir neue Räume, wir entwickeln Kooperatives, wir entwickeln Gemeinschaftliches, Gemeinsinniges, Schönes. Und das möchte ich als Tour der Welt zeigen, dass das alle können. Dass es einfach jetzt Zeit ist. Mhm. Danke auch.